Klinik am Südring. In der Notaufnahme braucht jetzt eine Schülerin die Hilfe von Dr. Johanna Krämer. Das Gesicht des Teenagers ist nicht nur verunstaltet, die 16-Jährige droht zu ersticken. Einmal die Beine hoch, bitte. Ich mache jetzt auch Kopf ein bisschen höher. Geht es so? So. So, kannst du das mal abnehmen? Ich will mal die Haare. Warum nicht? Warum willst du das nicht abnehmen? Das ist nicht schlimm. Aber deswegen bist du doch hier, dass wir da nachgucken. So, wir gucken uns das mal an, ja? Ganz ruhig. Oh Gott. Ja, die Lippe ist geschwollen. Das hängt so ein bisschen runter. Einen Spalten geben? Ja. Ja. Okay. Aha. Ich kriege da kaum Luft. Ich habe ein bisschen Angst, dass es irgendwas Schlimmes hat. Ist die Zunge sehr geschwollen, kann es unter Umständen zu Luftnot kommen und die Patienten können ersticken. Und ich weiß auch nicht, woher das kommt. Das Richtige. Darf ich mal ein bisschen? Nicht erschreck mich mal hier von der Seite. Soll ich reinleuchten oder was? Machst du mal eben den Mund auf? Ja, okay. Kannst du das sehen? Ja, die Zunge ist geschwollen. Ja. Ja, okay. Das könnte natürlich was Allergisches sein. Hast du irgendein Medikament genommen? Irgendwas Besonderes? Nein. Lass das mal ruhig unten. Wie ist das mit dem... Kannst du mal die Augen zumachen? Okay. Ja, als Amelie das Tuch abgenommen hat, zeigte sich deutlich, dass die Lippe auf der rechten Seite herabhing, die Zunge geschwollen war und der Lidschluss nur unvollständig war. Kann das sein, dass es irgendwie von Ihnen da was aufgefallen, dass sie kann kaum sprechen? Man versteht sie fast gar nicht. Und ich habe gedacht, dass irgendwie die Lähmung... Ist die Sprache verwaschen? Ja, sie lallt einfach, weil sie kann nicht richtig sprechen. Ja, weil sie die Zunge geschwollen ist, ne? Ja, aber auffällig ist das mit dem Auge, dass sie das nur auf einer Seite... Kommen jetzt hier von allen Seiten, ne? Aber was kann das denn sein, wenn sie irgendwie am Auge so... Was kann das denn sein? Ich meine, sie ist 16, aber auch bei so jungen Menschen muss man schon mal daran denken, dass es vielleicht ein Schlaganfall sein kann. Schlaganfall? Liegt das in der Familie? Nein! Auch Kinder können einen Schlaganfall erleiden. Denn die Ursachen sind unter Umständen eine Gerinnungsstörung oder eine andere genetisch bedingte Erkrankung. Aber ich habe noch mal eine Frage. Ja, natürlich. Sie haben gesagt, eine halbe Lähmung und Kopf. Und ich habe ein bisschen Angst, dass die da einen Tumor oder so im Kopf haben. Frau Himmel, das werden wir aber mit der Untersuchung jetzt herausstellen. Gut, Frau Brenner, das gibt es auch. Aber wir wollen jetzt nicht erstmal das Allerschlimmste annehmen. Ne? Wir müssen erstmal abwarten. Ja, das ist jetzt alles Spekulation. Ne? Das sind Möglichkeiten. Genau. Ja, wir wissen noch gar nichts. Aber ja, wir würden jetzt erstmal zum MRT jetzt auch fahren. Die plötzliche Anschwellung der Zunge nicht passen. Ne? Okay, denn so ein Tumor entwickelt sich ja langsam. Also da denke ich jetzt erstmal weniger dran. Aber gut, das werden wir klären. Also, ja? Sie können uns begleiten bis zu dem Wartebereich. Okay. Ne? Und dann warten Sie bitte. Ja. Bis dahin können Sie nicht mitgehen. Ja? Ich lasse das Monitoring dran, ne? Das ist am besten. Wenn wir das gut. Weitere Untersuchungen in der Radiologie sollen zeigen, ob das Leben der 16-Jährigen tatsächlich durch einen Schlaganfall gefährdet ist. Unterdessen kümmert sich Dr. Johanna Krämer um den nächsten Patienten. Dieser hat einen merkwürdigen Ausschlag am Knie. Dann zeigen Sie uns das Knie mal. Ja, bitte. Können Sie auch, wenn es... Ja, geht das so? Das geht schon. Okay, alles klar. Oh, hey. Das sieht ja gut aus. Und seit wann haben Sie diesen Ausschlag? Den Ausschlag, den habe ich eigentlich erst seit letzter Nacht. Also, okay. Das hat zwar vorher schon mal ein bisschen gejuckt, aber ja. Das war jetzt nie so extrem. Ja, das ist auch ein bisschen warm, ein bisschen dick geworden und Sie haben eine Narbe drauf. Was ja. Ist da gemacht? Ja, letzten Jahr hatten wir. Zieh mal hier den Schuh aus, Unfall, mal gucken, wie weit das ist. Skiurlaub. Ja, und da ist dann leider ein künstliches Kniegelenk eingesetzt worden. Aha. Das ist eine OP-Narbe davon, aber das ist jetzt auch schon 5 Monate her. Also. Aha, und diesen Ausschlag haben Sie den zum ersten Mal? Ja, also zumindest, dass ich ihn so merklich da habe, ja. Oder haben Sie sonst an anderer Stelle, anderen Stellen am Körper schon? Eigentlich nicht. Ja, wir messen mal Temperatur. Haben Sie Fieber?
Nee, ich fühle mich eigentlich ganz gut. Und also, als diese Operation gemacht worden ist, direkt danach, ist das gut abgeheilt oder haben Sie danach Probleme gehabt? Also, dass das noch lange dick war? Nee, eigentlich gar nicht. Also, ich bin auch froh, dass ich da... Es war ein ewiges Hin und Her mit diesen Beinen. Und ich war froh, dass das jetzt eigentlich alles wieder gut war. Mhm. Ja. Da die Operation des Kniegelenks so lange her ist, scheint eine Allergie abwegig zu sein. Dr. Johanna Krämer ist dennoch misstrauisch und zieht alle Möglichkeiten in Erwägung. Also wir müssen natürlich ein paar Untersuchungen machen. Blut abnehmen, gucken, ob das vielleicht irgendeine Allergie ist. Wir müssen gegebenenfalls ein Röntgenbild vom Knie machen, ob diese Prothese noch richtig sitzt oder ob sich da irgendwas verschoben hat. Ich meine, Sie hätten sonst Schmerzen gehabt. Schmerzen eigentlich. Und wir müssen Sie den Orthopäden vorstellen. Unglaublich. Und dauert das lang mit diesen Untersuchungen, weil ich habe eigentlich schon durch mein Knie so viele Fehltage auf der Arbeit. Also das sollte jetzt mal sekundär sein, oder? Ich denke, dass Ihre Gesundheit im Moment mehr Vorrang hat als jetzt Ihre Arbeitsstelle. Ja, aber so können Sie ja auch gar nicht arbeiten. Das ist also völlig unmöglich. Die weiteren Untersuchungen sollen zeigen, ob die Entzündungswerte des Patienten gestiegen sind. Während Schwester Selvia Blut abnimmt, hat die Ärztin einen leisen Verdacht. Wurdest du nicht getestet damals eigentlich? Ich bin eigentlich gegen nichts allergisch. Also nicht, dass ich da ist schon mal ein Test gemacht worden. Vor der Operation haben wir auch noch mal einen Test gemacht. Ich meine, das hat nichts ergeben. Ja, aber diese Tests muss man dann gegebenenfalls noch mal wiederholen, denn eine Allergie entwickelt sich ja. Der Patient wurde, bevor die Prothese eingesetzt wurde, schon getestet und es war alles in Ordnung. Aber natürlich kann er in der Zwischenzeit in diesem Jahr durchaus Kontakt mit dem Allergen bekommen haben. Und da eventuell eine entsprechende Substanz in dieser Prothese verarbeitet ist, wird die Allergie dann weiter unterhalten und steigert sich. Sie müssen auch zu einem Dermatologen, der also diese verschiedenen Tests durchführen kann. Jetzt, wo es so akut ist, muss man erst mal sehen, dass Sie Ihre Beschwerden loswerden. Da kann man jetzt nicht auch noch die eventuell allergieauslösenden Substanzen Ihnen in irgendeiner Form zuführen. Aber der Dermatologe müsste dann einen Epikutantest machen. Das wird mit Pflastern gemacht. Und Sie haben sicherlich auch ein Zertifikat bekommen, was jetzt in Ihrer Prothese drin ist, welche Substanzen da drin sind. Das bekommt man normalerweise. Das haben Sie, zu Hause, Das haben Sie zu Hause, ja. Aber das müssen Sie dann unbedingt dem Dermatologen mitnehmen, damit der ankreuzen kann, auf was das denn getestet werden soll. Ne? Ja. Die Ergebnisse der Blutuntersuchung erwartet Dr. Johanna Krämer innerhalb weniger Minuten. Zeit genug, um dem Schlaganfallverdacht der 16-jährigen Patientin nachzugehen. Bei Mutter und Tochter liegen die Nerven blank. So, also wir wissen jetzt schon, dass es also die ganz schlimmen Dinge nicht sind. Also es ist kein Tumor, es ist kein Schlaganfall. So, im Groben ist das auch alles in Ordnung. Dann muss es was anderes sein, ne? Also denn es sieht aus wie eine Nervengeschichte, dass also ein Nerv betroffen ist, der zu dieser einseitigen Veränderung geführt hat. Die verwaschene Sprache, die hängende Lippe und dass sie das Auge nur auf einer Seite schließen kann. Ich nehme dir das mal. Also hier sieht man so eine winzige Stelle, die aussieht, als ob da wie ein Einstich wäre. Hm? Einstich? Au, ich hab... Amelie. Scheiße. Was ist denn? Ich hab... Hast du da mit einer Nadel dran rumgepiekst? Wolltest du die Bläschen aufmachen mit einer Nadel? Nein, nein, das ist's nicht. Aber ey, ich werd so gehänselt wegen der Akne. Bruder von meiner Freundin, der ist Medizinstudent. Ja. Und er hat gesagt, er kann da halt was gegen machen. Und deswegen er hat mir Hyaluronspritzen gegeben. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Ja, der hat gesagt, da kann überhaupt nichts passieren. Das gibt's doch nicht. Und ich habe halt gedacht,
das kann damit ja nichts zu tun haben, weil das ist ja nur Hyaluron. Aber Hyaluron, was bedeutet genau Hyaluron? Ja, das ist ein Präparat, das ist eigentlich vom eigenen Körper wird Hyaluronsäure hergestellt. Aber das kursiert jetzt überall als neueste Akne-Therapie. Aber der kann ja doch nicht einfach so. Na, das kann er eigentlich auch nicht. Das soll es auch. Ich dachte, der hat dir eine Salbe gegeben. Das geht gar nicht. Bei nicht fachgerechter Behandlung kommt es zu vielfältigen Möglichkeiten der Veränderung. Es können sich zum Beispiel Knötchen bilden. Das Medikament wird in die falsche Hautschicht injiziert. Es können Infektionen entstehen. Also es ist natürlich für dich ein Höllentrip, gar keine Frage. Ne? Ich kann das verstehen. Aber Mädchen, davon einem Medizinstudenten sich irgendwas ins Gesicht spritzen zu lassen, ist auch nicht gerade die tollste Idee. Ich kann verstehen, wie verzweifelt du bist. Ach, ja, aber bleibt das denn jetzt so? Also, wie bleibt das jetzt so? Das hoffen wir nicht. Wie lange ist das jetzt genau her, wo er das gespritzt hat? Das ist ganz wichtig. Vorgestern. Dann haben wir es ziemlich eilig. Also wir müssen sie in der Neurologie vorstellen. Kannst du Neuro anrufen? Ja, rufe ich direkt an. Kann man da jetzt was machen? Ja. Ist Hyaluron schlimm? Was passiert? Nein, also Hyaluron an sich ist nicht schlimm, aber die Verletzung des Nerven, das ist es. Es muss bei dieser Injektion der Hyaluronsäure muss etwas passiert sein, das den Nerv getroffen hat oder irritiert hat. Irgendetwas. Das müssen wir jetzt weiter klären. Ja, aber ganz ehrlich, ich verstehe das nicht. Er ist Medizinstudent. Also ja, er ist ja nicht jetzt das auch nicht. Der kann doch nicht einfach ihr da eine Hyaluronspritze einfach geben. Nein, Sie müssen Anzeige erstatten. Das werde ich auch. Das geht gar nicht anders. Jetzt beruhigen Sie sich erstmal. Natürlich ist das alles nicht in Ordnung. Ja, ich denke, dass wir uns erstmal darauf konzentrieren sollten, dass wir jetzt nicht uns erstmal um Ihre Tochter kümmern. Darf ich ganz kurz dass das alles nicht in Ordnung ist. Die Neurochirurgen sagen, wir sollten so schnell wie möglich jetzt auch kommen, nicht so viel Zeit verschwenden. Richtig. Also, die meinten das ja schon. Also wenn ein Nerv verletzt ist, dann hat man nur eine gewisse Zeit, den Nerven wieder zu reparieren. Also meinen Sie denn, dass wir das jetzt noch schaffen? Das schaffen wir. Die Schülerin muss sich umgehend einer Operation unterziehen, damit der Nerv erhalten bleibt. Dr. Johanna Krämer hat in der Zwischenzeit die Blutergebnisse des Mannes mit dem mysteriösen Ausschlag am Knie. Ja, wie geht es Ihnen? Ein bisschen besser. Ein bisschen besser, ja. Ja. Ja, das ist eine langwierige Sache. Das kann man nicht so flott regeln. Denn Sie wollen ja wissen, ob die Prothese die Ursache für die Allergie ist. Und da sind also noch ein paar langwierige Tests erforderlich. Und gegebenenfalls sollte sich herausstellen, dass wirklich eine Substanz, die jetzt in der Prothese verarbeitet ist, für die Allergie verantwortlich ist, dann muss die Prothese natürlich ausgetauscht werden. Das ist letztendlich die Konsequenz. Der Patient hat ja schon eine lange Leidensgeschichte mit seiner Knieoperation und dem ganzen Geschehen hinter sich. Und da er auch eine anstrengende berufliche Tätigkeit hat, war er natürlich sehr irritiert, dass jetzt noch einige Untersuchungen anstehen. Aber wir werden ihn erst entlassen, wenn er keine Schmerzen mehr hat und die allergischen Hauterscheinungen sich deutlich gebessert haben. Mehrere Stunden später ist die 16-jährige Patientin aus dem OP zurück. Jetzt erfährt Dr. Johanna Krämer, ob die Kollegen in der Neurologie den Gesichtsnerv der Schülerin retten können. Das sieht ja schon viel, viel besser aus. Ja, ich kann alles wieder bewegen. Das ist ja großartig. Ich bin ja heilfroh, dass das gut geklappt hat, diese Operation. Ja? Es hat jetzt nur noch das Pflaster, das heilt alles ab, das ist prima, aber die Schwellung ist weg. Ist auch unauffällig, also die hat eine gute Wundheilung, ist nichts entzündet, auch nichts infiziert, nichts. Doch, also das heilt alles sehr gut ab. Das geht ganz, ganz. Ja, da lächelt die Mutter auch schon wieder, ne? War ja, sie sieht ja ganz anders aus, sie kann, also, jetzt kannst du auch wieder lachen. Ja. Ja, schön, jetzt zeigst du uns hier die Zähne richtig, ja toll. Und das Auge geht auch wieder, sprechen geht wieder. Jetzt muss ich nur noch die Akne loswerden. Ja, aber dann bitte vernünftig behandeln Da würde ich aber dann zum Dermatologen gehen.
Also Menschen, die Probleme mit Akne haben, überhaupt Hautprobleme haben, kann ich nur empfehlen, immer einen Facharzt, wirklich eine Fachkraft anzusprechen und sich dementsprechend beraten zu lassen und sich mal alle Methoden erklären lassen und dementsprechend dann auch sich therapieren lassen. Diese Laiengeschichte oder Selbsttherapie, davon kann ich wirklich nur abraten. Die 16-Jährige konnte 2 Tage später die Klinik geheilt verlassen. Um ihre Akne loszuwerden, ist sie nun in hautärztlicher Behandlung. Ihre Mutter hat den Medizinstudenten, der das Hyaluron gespritzt hatte, wegen Körperverletzung angezeigt. Bei dem Patienten mit dem Ausschlag am Knie hat sich der Verdacht einer Nickelallergie bestätigt. Eine Kortisonbehandlung hat seine Beschwerden gelindert, sodass das Implantat nicht ausgetauscht werden musste.